Ich habe mich davon verleiten lassen, dass er im ersten Zug nicht so viel Schaden gekriegt hat. So, Katapult. Weg. Bogenschütze. Weg. Paladin. Eins. Zwei. Und vielleicht weg. Alter Kuro! Das könnten wir hinkriegen. Das könnten wir hinkriegen. Das wird eng. Weil die Dämonen machen da auch ganz gut Schaden, ne? Das ist halt... Wenn Dalkin stirbt, müssen wir auf... in Genozidmodus gehen, fürchte ich. Kann man die Mission vielleicht vorzeitig abschließen, wenn man von den Kommandanten killt? Also aus Interesse. Es wird eng. Aber die Dämmischen sind die Fernkämpfer. Wenn die raus sind... Sollte es sich machen lassen, Alter. War es das jetzt bitte? Ja, es war. Danke. Den sehe ich überhaupt nicht. Das ist so dumm. So, okay. Bogenschütze, weg. Wer immer das hier ist. Holy fuck, der Paladin macht Schaden. Holy, der teilt aus. Okay, ja, der Paladin. Alter, der macht Schaden. Habt ihr das gerade gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat? Der ist ja komplett GG. Wieso machen deren Paladine nicht so einen Schaden? Ich meine, ich beklag mich nicht, aber... The fuck? Ich meine, jetzt sind ja ein ganzer Haufen der Mitspieler raus. Jetzt sollte, also die Runde sollte Dalkin auf jeden Fall überleben können. Wir haben nur einen Dämonenbogenschützen. Und mit dem Paladin da unten ist der Zugang jetzt wirklich dicht. Ach ja, das Katapult gibt's ja auch noch, Gottes Willen. Das macht aber gleich viel Schaden wie ein Bogenschütze, ne? Hat halt nur viel mehr Reichweite. Okay, ja, das überlebt Dalkin. Easy. Problem wird dann nur vorrücken, wenn alle kaiserlichen Soldaten raus sind, weil bis der Kommandant nicht tut, das wird das wahrscheinlich nichts. So, das da unten ist der besondere Dämon, ne? Machos. Vielleicht kann Menos mit dem reden. Vielleicht. Mal gucken. So, dann, so. Weg. Hier ist immer noch viel zu viel. So. Doch, nee, Quatsch, hier muss zubleiben, ansonsten. Dann, ich glaube, der Paladin hier muss erstmal weg, damit der Menos nicht mehr den Weg blockiert. Ja. Ist der jetzt aber das nächste Prio-Target? So, Velvet kann nicht agieren, ohne die Dämonen zu verletzen. Vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich muss ich nicht alle einfach am Leben lassen, aber ich will es jetzt mal so gut wie möglich machen. Ich meine, geht ja easy mit der Aufstellung, die wir gerade haben. War damals drei Dämonenbogenschützen? Waren das vorher auch schon so viele? Jetzt habe ich ein bisschen Schiss.
Zum Glück haben die selber den Weg blockiert. Um Gottes Willen. Okay, es müssen jetzt beide Paladine sterben. Weil nur wenn beide Paladine tot sind, kommt Minus hier durch. Dafür haben wir vielleicht genug Schaden. Das könnte ganz knapp nicht reichen. So, also den kriegen wir auf jeden Fall tot, das ist ja kein Problem. Die Frage ist halt der andere. Ja, wir kriegen beide tot, sehr gut. So, okay, Menos. Dein Auftritt. Ja! Machos, was macht ihr denn hier? Seid ihr ein Gefangener? Menos, ich bin kein Gefangener. Ich kämpfe gegen das Kaiserreich, das uns angegriffen hat. Der große Magus hat es versprochen. Wenn wir die kaiserlichen Armee zurückdrängen, hilft er uns beim Angriff auf Genua. Wir werden König Arthur rächen. Der Magus lügt doch nur. Er will die Dämonen auslöschen und Dämonen ja einnehmen. Ich kenne euch. Ihr seid ein... Seid ihr ein Junge, wart Menos. Ihr könnt nicht lügen. Deshalb glaube ich euch, trotz der Gerüchte von eures Verrats. Wir müssen den Magus aufhalten. Danke für euer Vertrauen, Machos. Ich weiß nicht, was der Magus vorhat. Aber wir werden ihm Einhalt gebieten. Machos an eurer Seite. Aber nur der, oder was? Ja, super. Das ist jetzt bisschen scheiße? Okay, ja gut, das Sorry. Aber selber schuld, was kämpft ihr auch gegen mich? Schade, ich habe gedacht, die kriege ich jetzt alle. Zumindest für die Mission. Dann halt nicht. Egal, die Bogenschützen sind alle raus. Das heißt, Menos ist außer, das heißt, Dalkin ist außer Gefahr. Oh, das war eine saubere Kopfnuss. Das heißt, das Katapult da oben ist auch Geschichte und dann können wir ja einfach durchrücken. So. Ah, das ist nicht unserer. Warte, machen wir mal so. So. Und ihr kümmert euch um die Hugos hier. Ach ja! Der hat ja ein bisschen gecharged gehabt, da war was. Richtig, der hatte ja seit Runde 1 gecharged. Da stand einer, den habe ich nicht gesehen. So, weg mit dir. Jetzt muss der Kommandant übrig, oder? Ja, der gammelt da oben rum. Holy shit, für den erreicht jede Menge Wasser an der Kanne unter. Na, whatever. Hoch. Und Velvet und, charge einfach, weil du es kannst. Oh, hey, er kommt. Ich glaube, die Bogenschützen können ihn easy kiten. Er hat sau wenig Bewegungsreichweite. Kannst du mich auch chargen? Nee. Dann halt nicht. Alles vorrücken. So, auch du Katapult, auch wenn du nicht weit kommst. Der Katapult hat so überhaupt keine Bewegungsreichweite. So. Und Fina. Halt. So. Voll heilen. So, na dann, nehmt ihn unter Beschuss. Sollte jetzt nicht rankommen, ne? Ja, genau. Easy. Da kann man ja nur mit Bogenschützen die komplett wegkiten. Das ist auch lustig. Hat halt nicht viel Schaden.
Aber das summiert sich halt auch der Schaden so. Und du hast mehr Reichweite als die Bogenschützen, ne? Genau. Dafür machst du auch weniger Schaden. So, gleich sind wir alle da. Aber hol ich der Paladin. Der teilt aus. Der ist nicht schlecht. Ach so, das Katapult. Ich dachte gerade, hey, wieso geht jetzt der Cursor auf diesen blöden Turm da? So. Und der letzte Schlag gehört dir. Okay, der letzte Schlag gehört dir. Danke, Minos. Ohne euer Eingreifen hätte ich dem Magus geholfen, ohne es zu merken. Ich werde mein Volk niemals im Stich lassen. Verleiht uns bitte eure Stärke, bis Dämonia befreit ist. Es wäre mir eine Ehre. Aber die Ironie, Dämonen, die sich mit im Kaiserreich verbünden. Dann wiederum überrascht mich dieser Tage kaum etwas, wenn es um Menschen geht. Wenn man bedenkt, dass sie einander sogar gegenseitig bekämpfen. Manche von ihnen haben sich mein Vertrauen verdient. Ich kann nicht behaupten, dass wir ihnen überlegen wären. Yay, noch ein Kämpfer. Dann können wir ja jetzt den Dudes in den Rücken fallen. So sind hier das noch ein Ding dazwischen, ne? Ja. Leutnant! Wir haben die Brücke am Kawaii verloren. Wir müssen sie wieder einnehmen, um unsere Nachschublinien aufrechtzuerhalten. Deshalb vertraue ich euch diese Elite-Bataillon an. Marschiert jetzt los und haltet nicht an. Nicht anhalten. Ich glaube, das ist nicht so gedacht, in diese Richtung zu kommen. Glaube ich. Ah, mein Bauch tut weh. Aua, mein armer Magen. Ich kann es nicht mehr länger halten. Männer, bewegt euch nicht. Ich muss mal. Ich habe eine wichtige Mission, ja. Horst. Der Feind ist an diesem schmalen Pass. Wir können das Terrain zu unserem Vorteil nutzen. Wir können das Bataillon von drei Fronten aus angreifen. Kuro wählt die Front, die uns zum Sieg führen wird. Ja, die bei den Bogenschützen, damit die als erstes rausgeht, ist doch logisch. Ich brauche nicht noch ein Katapult. Immer noch ein Paladin? Wenn man mal ein bisschen mehr Front, dann muss nicht immer Dalkin alles tanken. So. Ja, halt, ich muss die ja nochmal eins aufwerten, bevor die... Das ist echt kostspielig, holy shit. So. Dann diese Front, bitte. Ne, halt, das ist falsch. Die hier. Ja, genau. Drauf! Das ist aber schon eine richtig kleine Armee, ne? Angriff! Tja, one shot, one kill. Das größte Gefahrenpotenzial gleich am Anfang rausnehmen. Gut, ich meine, da sind noch mehr Bogenschützen, aber... Hey. So, dann Dalkin. Wiener übernimmt den letzten Bogenschützen. Die macht weniger Schaden, als ich gedacht habe, aber okay, ist egal, der ist trotzdem tot. So, jetzt aber. So, dann. Velvet charge sich bitte mal auf. Ich muss eigentlich bei Velvet nicht so viel Prio darauf legen, dass sie immer... Na egal. Weil Velvet hält echt viel aus. Dafür, dass die ja eigentlich nicht so wie ein Tank wirkt. Also gar nicht. So, die Rekruten kommen alle nach und nach her. So, Dalkin tankt wieder die Bogenschützen, wie immer. Also indirekt tankt er sie. Und darauf antworten unsere Bogenschützen. So, ja, kommt alle her. Ihr könnt eh nichts.
Und letzter Bogenschütze. Soldaten noch zwei. Ja, ja, eins nach dem anderen. So. Gut, dann jetzt Velvet. Mach mal bitte den hier. So, dann nehmen wir zusammen die Rekruten raus. Wie viel Schaden macht der? Okay. Okay, ja, ja, okay, ja, gut, 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 der macht Schaden, der macht Schaden. Dalkin tankt noch eine Runde. Während wir die Bogenschützen rausnehmen. So, wer von denen war fast tot? Toll, der da. Dann halt so. Überleben halt ein paar von den Bogenschützen. Ist jetzt halt so. Und zwar überlebt Dalkin theoretisch noch eine Runde, das ist richtig. Allerdings weiß ich nicht, wie viele Runden danach noch. Und wir können jetzt halt leider nicht ihn... Ach ja, das gab's ja auch noch, das Katapult. Dann hätte ich den Typen da gleich killen können, dann die noch einen Bogenschützen mehr rausnehmen. Ich habe mal wieder nicht ans Katapult gedacht. Sowohl an eigene als auch an verbündete Katapulte denke ich einfach nicht. Ich bin gut. Ja, also zum Glück nicht gut sind die Rekruten. Und dieser Hugo. Der Schaden von dem Typen. Der ist echt real. Aber er hält nicht viel aus. Also vergleichsweise. So, dann wird gleich mal der ganze Kompanie eine Runde vorgerückt, glaube ich. Ja, greift alle den an. Das ist mir recht, das ist mir recht. So, genau. Dann macht Menos einmal den hier. Gut, die Paladine. Wie viel Reichweite haben die bis dahin? Reicht das? Nee. Okay. Dann eben erstmal die hier unten ausschalten. Auch gut. So, Dalkin schützt wieder. So, und dann kannst du auch mal was machen. So, Dalkin hat nicht wirklich kassiert. Ne, dann halt du mal ihn da. Moment, wie viel HP hat der? Er hat zwar keine gute Death, aber er hat echt viel HP. Alter, Machos ist ja richtig GG. So, dich vergesse ich dieses Mal nicht. So, und du fängst dann mal wieder mit dem Kiten an. So, du charge nochmal. Und hier rüber. Gut, gleich haben wir's. Eis! Jetzt frage ich mich gerade, was passiert eigentlich, wenn der Kommandant stirbt und die anderen Truppen noch da sind? Ist dann Ende im Gelände? Ich glaube, wir werden es nicht rausfinden, weil die Paladine hinten sterben garantiert vorher. Andererseits, dieser Typ ist halt auch nicht ohne. Kuro dagegen ist ziemlich ohne. In dem Fall. Feuer frei oder Pfeile frei. Schießt einer von euch eigentlich Bogen? Ich mag gerne Bogen schießen. Weil es ist auch immer schön, wenn. Wobei, nee, eigentlich passiert das gar nicht mal so oft. Letzte Mal, weil war ich letzte Mal Bogen schießen? Gott, das. Das war in... Das war Maldiana, oder? Müsste Maldiana gewesen sein, ja. Dann ist das letzte Mal schon ein bisschen her. Okay, Kommandant killen beendet nicht den Kampf. Gut zu wissen. Dann halt so.
Meine Güte. Man kann sich auch anstellen. So, und der letzte. Danke. Gute Wahl, irgendwas. Lasst uns weiter Truppen zusammentrommeln. Ja, aber lasst uns erstmal den Part beenden, sobald wir hier von dieser Map runter sind. So. Bis zum nächsten Mal. Ciao.